Hallo und willkommen zurück hier aus der Werkstatt. Das hier ist unser zweites Projekt. Eine Simson S50N. Der Besitzer steht hinter der Kamera, den werdet ihr auch gleich noch sehen. Und der Besitzer wird euch auch erzählen, was die Kleine denn für ein Problem hat. Nämlich eigentlich gar keins. Aber was wir machen werden, das wird euch der Flo erklären. Hi, servus, ich bin der Florian und das ist meine Simson. Und ja, der fehlt sich so eigentlich gar nichts, außer das Bremslicht hinten, das leuchtet durchgehend. Aber das behebt man nachher auch. Nee, wir werden heute einen anderen Zylinder verbauen und einen anderen Kopf und einen anderen Auspuff. Und dann schauen wir mal, ob da ein bisschen mehr geht wie original. Und was hast du dir gewünscht? Weil, oh, hast du überhaupt schon einen da? Ja, da hast ja du schon bestellt bei Langtuning, ein AOA2. 63 Kubik Zylinder und den werden wir jetzt reinbauen. Und wenn es passt, noch ein erleichtertes 16er Sportritzel. Aber das zeigen wir euch gleich. Wir machen jetzt mal Unboxing, weil Flo ist heiß drauf. So, schauen wir mal, was da drin ist, ob sie auch das Richtige verschickt haben. Also ich bin mit der Qualität von Langtuning absolut immer wieder top zufrieden. Preis-Leistungsmäßig sehr, sehr geil. Leider, wir hätten auch PZ nehmen können, aber die Wartezeiten sind halt immer so das Problem. Verpackt ist schon mal super. Ui, Memo, guck mal. Da haben wir einen Kolben. Den packen wir dann später aus. Da haben wir nur alles. Schauen wir mal, nein. Der Auspuff, den packen wir nachher aus. Da haben wir die Trümmer. Zylinderfußdichtungen. Von einem versilberten Nadellager habe ich extra mit dazu bestellt. Oh, hast du extra mit dazu bestellt? Habe ich extra mit dazu bestellt. Keine Kosten und Mühen. Na, sorry. Selbstverständlich nicht, für meinen absoluten Lieblingsfreund und Kupferstecher. So, da haben wir jetzt Verschraubung für den Auspuff. Da haben wir das Sporträtsel, wo er vorher angesprochen hat. Das sieht schon extrem damn sexy aus, ey. Also ganz ehrlich. Und für einen 16er? Hui! Mal gucken, was geht. Da haben wir den Zylinderkopf, der neue. Und da haben wir unseren neuen Bad Boy. Da haben wir jetzt den neuen Zylinder. Und dann schauen wir, ob da mehr geht. Lass mal reinlupsen. Boah, Alter. Ist das geil oder ist das geil? Ganz normal zwei Kanal, also nichts Wildes. Nur ein bisschen mehr Bums und Leistung. Einlasskanal ist bearbeitet, wie ich sehe. Schon, kann ich euch das zeigen. Ist alles ein bisschen dunkel hier. Also er ist schön bearbeitet. Ja, da fehlt sich nichts. Die Kanten, ja, die sind leider ein bisschen scharfkantig, finde ich. Da müssen wir halt noch ein bisschen ran. Einen Auslass ist gut. Aber hier der Überströmer, der rubbelt sich ein bisschen. Da haben wir noch die Aufkleber, aber die kleben wir lieber nicht drauf, dann schaut es noch ein wenig originaler aus. Die kleben wir lieber in die Werkstatt. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch mal den schicken AOA 2. AOA steht ja für? Abgeänderter Original. Auspuff, genau. Boah, ausbringen. Ja, das ist ein langer. Oh ja, die solltest du mit... Schelle. Ui, Memo, guck mal. Schön. Da haben wir das Gerät. Der Gerät. Schön. So, das ist das gute Stück. Sieht ja aus wie neu. Mal schauen, wie lang. Ich hoffe lang. Weil soll ja auch original aussehen, aber mehr Leistung der Kleinen zur Verfügung stellen. Ja, und auf die Schnelle haben wir halt nichts Besseres gekriegt. Ja, wie gesagt, ich hätte zwar auch gern, das war ja auch dein Favorite, PZ. Ja. Weil der Flo hat diesen kleinen Bad Boy da gefahren und war eigentlich ziemlich verliebt. Weil die marschiert schon echt pervers. So, hinter mir raschelt's. Ich fange an, werde einmal den Vergaser und den Auspuff abbauen. Und das ist ja langweilig, das braucht er nicht zu sehen. Deswegen schwenkt mal einmal zu Flo. So sieht man was.
sehen, aber so schaut's jetzt aus. Jetzt schauen wir mal, was da drüben alles geschieht. Nichts ist er schon. Ja. Mhm. Ja, da ist der Kopf. Der ist jetzt ein Originaler, ist das, frisch geschliffen war und heißt ca. ja, 3000 Kilometer drauf. Aber der gefällt mir gar nicht so von der Verkrustung her, wenn man das so anschaut. Das ist nicht schön. Vor allem bei der wenigen Laufleistung, sage ich jetzt mal. Aber ja, das Öl ist ja leider umgefallen. Aber für die Schwalbe hat es erst gereicht. Hast du eine verblasen, oder? Ja, klar. Die hätte ich erst mal durch den Kreisverkehr durchgeschoben. Zylinder? Ja, das habe ich dazu gekauft, oder? Das ist ein Plastikgehäuse. Habe ich nicht geschaut? Genau. Den Scheißdreck hatte ich tatsächlich schon mal in Stücken aus einer Kurbelwelle aus dem Plöge oben rausgeholt. Das ist einfach zerbrochen. Da siehst du mal, wie brav ich fahre, wenn das bei mir hält. Ja, bei 3000 Kilometer, was willst du auch haben? Ja, ohne Scheiß, das habe ich tatsächlich in irgendeinem Video. Okay. Habe ich das gehabt? Das einfach war weg. Das schaut echt gut aus. Schaut nicht so aus, wie wenn ein Klemmer oder irgendwas gehabt hat. Gar nicht. Und das mal ohne Heimzufahren. Nur Vollgas. Ja. So. Ja, hier hast du nur ein bisschen eine leichte Schleifspur. Ja, kann. Aber das ist nichts Wildes, das ist nichts Dramatisches. Hier auch. Bis auf die Verkrustung eigentlich. Ja. Hier hat er auch sogar richtig gut abgedichtet. Weil hier siehst du ja, wo er runtergeblasen hat. Hat der Kolbenring schön aufgefangen. Da. Aber auch hier die Verkrustung und vor allem die sind richtig, richtig draufgebrannt. Also eingebrannt auf dem Kolben. Ist jetzt nicht so geil. Aber kriegen wir einen Griff. Okay, eigentlich können wir schon oben zumindest schon ganz zusammenbauen. Ja, du wolltest ja eh die neuen Bolzenheimer. Ja, die verstärken. Das heißt, wir drehen die alten jetzt einmal raus. Mit dem Stehbolzenausdreher raus. Mal schön auf Lager legen für schlechte Zeiten. Ja, die kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Ja, einen Karton rein, so die 15 Teile. Ja? Für schlechte Zeiten, man weiß ja nie. Ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Natürlich halten wir uns jetzt heute mal nicht an seinen Spruch. Weil ich meine,
mehr Leistung kommt halt nicht von allein. Ja, das ist wahr. Und es blutet mir trotz alledem das Herz. Weil sie ist gelaufen und sie klang schön. Und sie war zuverlässig. Ich hab's dir gesagt, ich übernehme da keine Garantie, dass die danach immer noch genauso geil läuft. Oder dass sie sogar der Motor vor. Das siehst du dann schon. Ja, genau, wenn der Anruf kommt, du, ich stehe da, du, da, hol ich mal, du kriegst Arbeit. Jetzt einmal den Kolben 4497, ein Lego-Kolben. Na? Der alte war aber zwei Ring, jetzt haben wir einen Ring. Genau. Sind von der Haltbarkeit leider tatsächlich nicht so hoch wie die zwei Ring-Kolben, aber von der Verdichtung her sind die halt unschlagbar.
gesehen habt, auch ein bisschen im Schnelldurchlauf. Zylinder ist verbaut. Der Chef ist hoffentlich glücklich. Hoffentlich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das sieht schon extrem damn sexy aus. Schicker neuer Auspuff. Leider tatsächlich ein bisschen kurz. Hier werde ich noch eine neue Schelle besorgen, dass der dann wieder gerade steht. Oder wir schweißen fest. Na, wird nichts geschweißt. So, Krümmer ist fest. Auch oben. Wir haben eine Verdrehsicherung angebaut. Zündung haben wir überprüft. Steht auf 1,5 momentan. Das Ritzel haben wir erstmal auf 14 gelassen. 80er Hauptdüse hatten wir schon drin. Sprit war abgelassen. Einmal schon frisch betankt. 5 Liter. Super Plus. Und natürlich Adinolöl. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt würde ich sagen, hau mal einen Riemen auf der Orgel. Benziner auf. Ja, lass einen Schock zu. Da ist ja zu. Okay. Komm. Ein bisschen bläst sie noch. Okay, wir nehmen den Krümmer nochmal ab und machen ein bisschen Auspuffgummigumm drumherum und ziehen das alles nochmal fest. Hilft nichts. Das ist